Ja, servus, grüßen, hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit einem kurzen Bitcoin-Update. Heute ist der 8.8.2021 und ich hoffe jetzt, dass die Lautstärke jetzt auch gut ist, auch für euch zu hören ist, weil ich habe in den Kommentaren gelesen, dass dass die Lautstärke etwas leiser war. Gebt mal gerade bitte ein Feedback, ob es diesmal besser ist. Ich höre mir es natürlich vorher nochmal an, aber ja klar, das Ganze ist natürlich immer subjektiv, ja. Aber da das ja sehr viele Leute geschrieben haben, auch privat, ja, habe ich jetzt das Mikro ein bisschen lauter gedreht und hoffe, dass es jetzt so okay ist. So, wie gesagt, nur ein ganz kurzes Bitcoin-Update. Hier haben wir in groß, ja, die zwei Trendlinien in Rot und in Grün gestrichelt, die kennt ihr ja aus dem letzten Video. Das Video ist jetzt oben auch eingeblendet, falls ihr euch das nochmal angucken wollt von gestern. Hier hatten wir ein Breakout. Ich habe auch gestern mal Video gesagt, ich bin der Meinung, dass wir das neue Weekly CPR sehen werden. Und jetzt gehen wir mal kurz zu den Pivots. Und hier sollte der Kurs hier etwa bleiben, weil das errechnet sich ja. Und ist erst ja, ab der neuen Woche richtig fest. Da wandert im Moment ein bisschen mit. Aber man kann davon ausgehen, dass das Pivot bei etwa 42.150 liegen wird. Natürlich, wenn er jetzt pumpen wird, dann zieht es das natürlich mit hoch. Das ist natürlich klar. Aber so in dem Level war es auch gestern hier. Ja. Und ich gehe davon aus, dass man mindestens nochmal diesen Bereich hier antesten würden. Und das würde natürlich auch dazu passen, dass wir hier vielleicht noch einen Retest sehen könnten. Denn hier in Weiß seht ihr einen aufsteigenden Kanal und der könnte ja hier, je nachdem wie schnell das geht, hier runter wandern in diesem Bereich und das wäre dann auch das Weekly CPR. Ja. So, und mich haben auch einige angeschrieben, wo noch eine Einstiegsmöglichkeit wäre. Ja. Wie gesagt, hier. Wenn wir hier in diesem Bereich wieder einen Retest machen, der natürlich erfolgreich sein sollte, logischerweise. Wir haben natürlich schon ja, sehr viel Gewinne jetzt schon mitgenommen. Ich zeige es euch ganz kurz. Ich sagte, wir könnten hier einsteigen. Da waren wir hier unten noch gewesen. Das wäre hier eine Möglichkeit. Dann gucken wir mal ganz kurz drauf, wie viel Prozent das jetzt in etwa wären. Das wären etwa 14,5%. Glückwunsch an die, wo das mitgenommen haben. Und des Weiteren hier natürlich nach dem Breakout, nach der roten Linie, sagte ich, kann man long gehen. Und jetzt gibt es eine neue Long-Möglichkeit. Und zwar müssen wir davor zu den Dailies. Und hier, wenn wir jetzt mal näher dran zoomen, diese lilane Linie ist die MA200. Sollten wir mit einem Tagesschluss drüber und mit dem nächsten Tagesschluss auch drüber sein, am besten mit einem Retest, dann wäre das hier eine erneute Möglichkeit, Long einzusteigen, beziehungsweise seine Long zu vergrößern, wenn man das möchte. So werde ich es auf jeden Fall machen. Und ja, da habt ihr jetzt einen neuen Einstieg. Wenn ihr wissen wollt, warum ich denke, dass es jetzt hier noch höher gehen könnte, ich sagte ja zwischen 43 und 55k, im schlimmsten Falle, sage ich mal, sind es 60, 61k, dann schaut bitte auch nochmal das letzte und das vorletzte Video an. Da geht es natürlich um meine Tierchen und meine harmonische Patterns. So, hier sind wir ganz kurz bei den Pivots und ich sagte, bei den Monthly Pivots werden wir auf jeden Fall die Strecke zu mindestens 70% anfahren. Das haben wir natürlich hier locker erreicht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir nochmal hier womöglich einen Retest in diesem Bereich machen können. Und wenn nicht, wie gesagt, hier die MA200, die ich ja eben gezeigt hatte, hier, das wäre ein super Long-Einstieg nochmal oder eine Vergrößerung, so würde ich es auf jeden Fall machen. Und so mache ich es dann auch auf die Long-Vergrößerung. Eingestiegen bin ich ja schon, also die Long-Vergrößerung, habe auch schon ein bisschen Profit da mitgenommen, weil ob wir das jetzt auf Anhieb schaffen, das muss man natürlich sehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir vielleicht noch ein bisschen runter korrigieren könnten. Genau, und hier haben wir nochmal im gleichen Bereich in etwa das Monthly R1. Ja, das wird auch nochmal eine Sache, aber die MA200 ist schon leicht signifikanter wie das Monthly R1, also nur ein bisschen. Genau. Wenn ihr Interesse an der Bullverse Base Akademie habt, hier, das seht ihr jetzt schon mal einen Ausschnitt. Wir machen Analysen mit Bitcoin, dann die Altcoin-Analysen, Forex-Analysen.
Dann und Setups, wo wir direkt auch selber traden, wo wir rein rausgehen. Im Moment sind wir bei den Altcoin-Setups. Da haben wir hier zum Beispiel zwei mit 30%, eins mit knapp 50% jetzt die letzten. Geile Sache. Hier gibt es für die Community Möglichkeit, sich auszutauschen. Hier sind Lernvideos, der Education-Kanal, gibt es auch sehr, sehr viele Sachen. Bei uns lernt man die TA. Wenn ihr Interesse habt, einfach unten in der Beschreibung in den Telegram-Kanal reinkommen und einfach Kevin, also Mr. Sagi oder Mr. Sagittario oder mich anschreiben. So, ich zeig's euch doch nochmal. Ja, hier haben wir hier ein bullisches, harmonisches Pattern, entweder ein bullish Gartley oder bullish Bets, kommt je nachdem hier, wo sich die D hinziehen wird. Die kann zwischen jetzt im Moment, das wäre jetzt ein Bet. Und Bullish Gartley wäre hier in einem 17.000er Bereich, da wäre hier der ein bisschen höher beim 0786er hier. Und genau, also ich denke, dass man hier nochmal die C, dass sie noch nicht vollständig ist. Wie gesagt, ab 43.000, also ab hier genau am 0382er wäre sie vollständig, die C. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass man vielleicht hier nochmal das Golden Pocket oder sogar das Diamond Pocket, also hier das 0786er nochmal antesten könnten. Maximal wäre es 0886er mit etwa 61K natürlich noch drin. Das hatte ich schon wirklich viele, viele Wochen vor gecallt. Und ja, und ich denke, es wird auch so den Verlauf dann nehmen. Erst jetzt ein bisschen bullischer und dann kommt es richtig. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ist natürlich, es wäre unseriös, wenn ich sagen würde, wie schnell es runtergehen wird. Aber es wird meiner Meinung nach so kommen. Ich persönlich, das wisst ihr, ihr kennt mich, ich trade nur Ausbrüche oder in der Range drin, das ist klar. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, wo es jetzt auch hingehen kann. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir erst noch ein bisschen hochwandern, bevor es dann richtig dann runtergeht. So, das war's für den Sonntag. Ich will es nicht weiter in die Länge ziehen. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ich denke, dass es was Wichtiges gibt. Bleibt sauber und wie gesagt, wenn ihr TA lernen wollt oder einfach nur unsere Setups haben wollt oder die Analysen, dann schreibt mich unter Telegram einfach an. So, und des Weiteren könnt ihr uns natürlich schon unterstützen, wenn ihr euch unter dem Femex-Link anmeldet, der ist auch in der Beschreibung drin. Ja gut, so, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und einen schönen Start in die Woche. Euer Krypto Dennis von der Bullworlds Best Academy. Ciao.